Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Gaming-Video auf Bord Lukas. Gefühlte 100 Jahre ist es her und ich dachte, zur Feier des Tages können wir ja mal zu den Anfängen zurückgehen und Black Ops 2 Botmatch bringen. Ich würde sagen, wir richten uns mal direkt eine schöne Runde ein hier. Wobei Team Deathmatch passt eigentlich. Das passt mir auch. Wo wollen wir spielen? Wollen wir auf Carrier spielen, einfach weil es nicht so mega beliebt war und auch bei mir, glaube ich, nicht so häufig vorkam? Oder Plaza? Ah, nee. Wir spielen auf Yemen. Keine Diskussion. Ich habe da jetzt Bock drauf. Wie viele Bots konnte man einstellen? 8. Nur 8? Echt? Ah, okay. Also 9. Also 10 Spieler insgesamt. Na gut. Schwierigkeit stellen wir auf Söldner. Dann habt ihr gleich was zu lachen und es beschwert sich keiner. Es wäre zu leicht. Ach ja. Ich vertraue meinem Vergangenheits-Ich einfach mal, dass es coole Klassen gebaut hat. Und das können wir auch so lassen. Dann starten wir die Runde. Ja, der ein oder andere von euch, der fragt sich jetzt vielleicht, hä? Du hast doch neulich noch irgendwas erzählt, du willst jetzt auf die PlayStation 4 umsteigen und da die Aufnahmen machen und jetzt kommt PS3 und hä? Ja, ich wollte und will eigentlich auf die PS4 umsteigen, aber ich habe neulich in einer 3-Stunden-Session es nicht hinbekommen. Moment, was nehmen wir? Das hier. In einer 3-Stunden-Session es nicht hinbekommen, irgendeine Aufnahme zu machen über diese Share-Funktion, die in irgendeiner Form gut genug zum Hochladen gewesen wäre. Boah, ey, die Empfindlichkeit, die ist ja massiv toll. Es kann sein, dass ich die gleich runterdrehen muss. Ja, also, Alter, oh mein Gott. Die muss ich definitiv runterdrehen. Und bin tot. Genau, was wollte ich sagen? Wow, wir haben einen Kill. Ich habe versucht, den Ton so anzupassen, dass man mich gut hört beim Sprechen, dass das Spiel hörbar ist, aber auch nicht zu laut und so weiter und so fort. Und das Problem ist echt, selbst wenn ich mein Standmikro, was ja wirklich ein saugutes Mikro ist, da dran stelle, ist es einfach unglaublich leise. Hier wurde geschossen. Jawohl. Und dann kommt halt noch hinzu, dass ich das Spiel, also die Spiele, wenn ich was aufnehme, ich habe das mit Modern Warfare und mit Battlefront 2 getestet, dann muss ich die auf höchstens 5% Lautstärke. Oh nein! Oh shit! Wir gehen mal noch ein bisschen runter. Ja, das sollte gehen. Auf höchstens 10% Lautstärke stellen, weil ansonsten hört man mich einfach nicht mehr reden. Und hat einer auf mich geschossen gerade? Und dann ist die Sache aber halt, dass sobald ich die Spiele so leise mache und das Mikro einfach im Pegel auf Maximum mache, dass man mich überhaupt versteht, warum auch immer das so gedämpft wird, ich weiß es nicht, dann habe ich ein unglaubliches Grundrauschen in der Aufnahme. Boah. Okay, das üben wir nochmal. Ach komm, den hätte ich mir mal lassen können. Den hätte ich vielleicht sogar getroffen. Und ja, also Grundrauschen und so weiter, und das war einfach nicht schön zu hören. Ich habe echt diese 3-Stunden-Session, habe ich alles versucht, irgendwas Brauchbares rauszukriegen und es hat nicht geklappt. Yeah, wir haben einen. Leute, habt ihr es gesehen? Ja, und dann ist es so, dass mein Bruder, vielen Dank nochmal an ihn, sich mit mir hingesetzt hat und so eine Art Podcast aufnehmen wollte. Für eine halbe Stunde. Wo wir einfach mal über so ein Thema labern. Wir hatten uns da rausgesucht, so Hype und Erwartungen bei Spielen und so weiter. Und dann haben wir während der Aufnahme noch so gemeint, so gedacht, oh, hoffentlich reicht dann auch die Zeit, weil ich hatte quasi die Share-Aufnahme nicht auf 60 Minuten, sondern nur auf 30 gestellt. Und hatte dann plötzlich total Schiss. Ach, Kacke. Plötzlich total Schiss, dass wir zu lange labern. Ja, und dann war halt unsere Aufnahme fertig. Ich gucke in die Optionen und denke mir so, oh cool. Ja, es klingelt, aber ich kann jetzt leider nicht dran gehen. Und denk mir so, oh cool, 28 Minuten, 28 Sekunden aufgenommen. Jawohl, noch ein erwischt. Das dürfte also alles gepasst haben.
Und starte die Aufnahme, also hör mir die an. Er ist erledigt. Hey, hab ich den jetzt gekillt? Ja. Oh, juhu, verzogen. Ich werde doch wohl eine Abschlussserie zusammenkriegen. Ja, also sollte alles gepasst haben. Ich höre die Aufnahme an und was ist? Es fehlt einfach der Anfang. Also, wir haben dann irgendwie gelabert und erst nach so... Ach, scheiße. Ich habe auch gedrückt, aber ich war zu langsam. Erst nach so ein paar Sekunden hat dann die Aufnahme quasi gegriffen und hat dann unser Gelaber aufgenommen. Das heißt, die Begrüßung und so das grundsätzliche Erklären und so weiter, das war dann nicht mehr mit drin. Und demnach konnten wir dann die Aufnahme mal ganz locker flockig in die Tonne treten. Weil das Wichtigste, also Begrüßung und kurz erklären, was wir da machen und worum es gehen soll und so weiter, ist nicht mit drin gewesen. Und demnach haben wir zwar unsere ganzen Argumentationsketten und so weiter drauf, die zugegeben auch total unstrukturiert und kacke waren. Hallo? Raus da? Raus da? Ja, demnach war das mit der Aufnahme dann nichts. Und dann haben wir entschieden, wir machen es einfach bei Gelegenheit nochmal, vielleicht noch mit mehr Vorbereitung. Dazu ist es aber bis jetzt noch nicht gekommen, weil keine Zeit. Ja, und dann habe ich jetzt die Tage meine... Alter Vater! Will ich wissen, wie ich stehe? 10 zu 8, uiuiui. Das müssen wir jetzt mal verbessern. Ich bin mal ein bisschen konzentrierter. Dann habe ich die Tage meine PlayStation 3 in die zweite Wohnung gebracht. Also... Nicht, dass jetzt einer denkt, boah, der ist ja Richie Rich. Ich habe einfach nur... Wir haben praktisch eine große Wohnung, die aber zwei abgetrennte Wohnungen übereinander sind. Und unten ist unsere Hauptwohnung, wo wir leben. Oben ist momentan noch eher so ein bisschen Abstellkammer. Und da habe ich halt die PS3 hochgetragen, an den Fernseher angeschlossen und wollte so ein bisschen daddeln. Und dachte so, eigentlich kannst du doch mal aufnehmen, wenn du jetzt eh deinen ganzen Kram hier oben hast. Wow! Das war ja fast gut. Ja, und dann habe ich dann hier so ein bisschen gespielt und habe gedacht, oh ja, du... Ach, come on. Könntest du doch eigentlich deine Elgato anklemmen und machst ein bisschen Aufnahmen mit und so weiter. Und es war schon wieder richtig viel Freude. Also, das ist genau der Grund, warum ich jetzt so lange kein Gaming gebracht habe und warum es mir einfach jedes Mal wieder Schmerzen bereitet, wenn ich irgendwelche Videospielaufnahmen machen will, weil die Technik mir einfach den ganzen Spaß verhagelt. Und das meine ich wirklich so, wie es ist. Mein Laptop war dann erstmal voll. Also wirklich komplett voll. Das heißt, erstmal irgendwas löschen, dann ließ es sich aber nicht so richtig löschen, dann habe ich einfach irgendwelche Lieder runtergehauen, dass zumindest irgendwie so ein bisschen was frei wird. So. Dann, ja, Elgato-Dingens-Treiber ist nicht mehr drauf, funktioniert nicht mehr, wie auch immer, weil ich hatte ja zwischendrin einen Laptop-Crash, musste das alles neu machen, dann musste ich erstmal das Elgato-Ding wieder runterladen, dann musste ich Audacity runterladen, dann musste ich, dann habe ich das Kabel angeschlossen jetzt hier an die Konsole. Hat dann aber auch nicht funktioniert. Was? Oh. Ja, das habe ich aber auch verdient jetzt. Naja. Kabel angeschlossen, dann irgendwie Wackelkontakt drin gehabt, dann hat es auch nicht funktioniert, dann musste das Mikro erst wieder neu installiert werden auf dem Laptop und dieser ganze Hickhack, der hat jetzt schon wieder irgendwie eine Dreiviertelstunde gedauert und dann hatte ich schon fast keine Lust mehr aufzunehmen. Aber habe mich jetzt auch nochmal aufgerafft und motiviert für euch. Wo ist der denn da? Boah. Das gibt es nicht. Ein gesamtes Magazin. Ja, jetzt bist du weg. Hä? Wir können ja eigentlich mal die Waffe wechseln. Ups. Oh. Ich sollte vielleicht mehr auf die Map achten. Das würde mir sicherlich helfen. Der ist von uns, ja. Ich bin immerhin noch nicht hier runtergefallen, ja? Das wäre ja so der ultimative Fail. Naja. Also, das ist wirklich der Grund, warum ich jetzt die letzte Zeit kein Gaming aufgenommen habe. Weil wenn ich irgendwie sowas wie Lego oder sonst was aufnehmen will oder hier eine Buchrezension oder sowas, dann kann ich einfach ganz entspannt mein Handy zum Beispiel nehmen als Kamera, vielleicht noch das Mikro hinstellen, dass einfach die Tonqualität auch gut ist und so weiter. Nehme das auf, lad den Kram in den... Yeah! Letzter Kill, immerhin. Lad den Kram in den Laptop rein und so weiter und kann es dann schneiden. Hier... Ja, sie müssen das noch machen, das Update fehlt, ja, jetzt muss das noch gemacht werden, der Treiber funktioniert nicht, das ist kaputt, dann, ja, zahlen sie ihre Miete, machen sie dies, das, machen sie das. Und
dann im besten Fall hast du noch einen Wackelkontakt in deinem Kabel und irgendwas von deiner Aufnahme schmiert die komplett ab und so weiter. Also, es macht einfach keinen Spaß. Aber das hat ja jetzt hoffentlich geklappt hier mit der Aufnahme und ich werde mich in der nächsten auch mehr konzentrieren, versprochen. Dann schaffen wir bestimmt auch eine Abschlussserie. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr freut euch, dass mal wieder was Altes kommt. Gerade hier Black Ops 2 hoffe ich einfach, dass noch Menschen leben, die das damals geguckt haben und sich freuen, dass es wieder kommt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Tschüssikowski.